herzliches Willkommen beim zweiten Freundschaftsspiel von Borussia Dortmund in der Saison 21/22. Wir sind hier im wunderbaren Schau-ins-Land-Reisen-Arena, in der schönen Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg. Und wir spielen heute gegen den VfL Bochum. Wir wollten ursprünglich gegen den MSV Duisburg auch 45 Minuten antreten. Aber dort sind kurzfristig der ein oder andere Corona-Fall aufgetreten. Deswegen, aus Sicherheitsgründen, hat das Gesundheitsamt gesagt, nö, ihr dürft nicht. Ich bin natürlich nicht alleine hier nach Duisburg gefahren. Mein Lieblings-Christoph ist mit dabei. Christoph Höckerb ist dabei. Oh. Er ist wieder glänzend vorbereitet. Und alle Daten, Zahlen, Fakten, die er von Bochum oder vom BVB braucht, die werdet ihr in den nächsten 90 Minuten von ihm aufs Ohr kriegen. Ich hab's auf dem Zettel, du hast sie im Kopf. Ne? Nee, so nee, ist es. Doch, doch, doch. Und ihr habt die Stimme natürlich schon erkannt, weil du hast dich gar nicht vorgestellt. Das ist natürlich the one and only Nobby Dickel. Herbert Neckel, ja. Ja. Hat gerade schon gefühlte 50 Fanfotos gemacht, denn wir freuen uns, wir sitzen mitten zwischen den Schwarz-Gelben. Ne? Hauptribüne rappelvoll. Oder und, rappelvoll so und weißt du, was geil ist? Wir steigern uns, Christoph. Hm? 3.600 in Gießen, ja. 10.000 jetzt in Duisburg. Ja. Das ist doch schon mal etwas. Ja. Ne? Mir tun die MSV-Fans ein bisschen leid. Die sind auch alle gekommen, dürfen jetzt nicht ihre Mannschaft sehen. Ihr hört es jetzt im Hintergrund, vielleicht jetzt läuft trotzdem die Vereinshymne. Aber dann haben die wenigstens auch ein bisschen was zu singen. Gerade lief schon Bochum von Herbert Grönemeyer und Heya BVB. Also heute werden alle bedient. Jetzt hoffen wir, dass wir auch noch ein schönes Fußballspiel sehen. Ne? Davon sind wir überzeugt. Und dann kommen wir auch gleich mal zu den Aufstellungen. Gute Idee. Also bei uns sieht es so aus wie in Gießen. Ihr habt natürlich, wie ich euch kenne, das Spiel gegen Gießen gesehen. Wir fangen so ähnlich wieder an. Christoph, 4-3-3-System. Das wird das System sein. 4-3-3, wir haben uns Marco Rose präferiert. Ja. Also wir haben im Tor Gregor Kobel, erstes Spiel. Stark im Training. Ich habe ihn am Donnerstag gesehen, da war medienöffentliches Training, da hat er keinen reingelassen, also das war richtig stark. Die Innenverteidigung bilden zwei Jungs aus der U23. Wenn ihr der folgt, dann kennt ihr Lennart Maloney, den Lautsprecher der U23 im Training und im Spiel. Er ist immer der Lauteste, er ist der Antreiber hinten raus. Bin ich gespannt, ob er sich das bei den Profis heute auch traut. Und an seiner Seite ein neuer Mann, Antonios Papadopoulos. Der hat in Gießen auch schon zweite Halbzeit gespielt, hat das sehr gut gemacht, hat mir gut gefallen. Cool. Auf der rechten Seite bei uns spielt dann defensiv der Felix Passlack, würde Felix ich sagen. Felix Passlack und links Nico Schulz. Nico Schulz, ganz genau. Ja, und im Mittelfeld, da gehen wir jetzt mal von aus, da werden sich Modahut, Tummeln, Julian Brandt, Marius Wolf und vorne die drei, das dürfen dann Gio Reyna, Marco Reus und Steffen Tigges sein. So schaut's aus. Da haben wir noch die Gästeaufstellung. Ich denke, die neun kennt ihr alle. Simon Zoller, letzte Saison 15 Tore, 10 Vorlagen in der zweiten Liga. Und der Mann von Laura Montero. Auch das. So, da haben wir diese. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel stehen. Ne? Aber es ist der VfL ist zurück in der Bundesliga. Oh, und jetzt gibt es eine Schweigeminute für die Opfer. Und wir halten jetzt einfach auch mal unsere Klappe. Ja. Ja, ich habe auch mit vielen gesprochen. Ich habe viele Freunde in Hohenlimburg. Mein Freund Frankie Stoffer, der hat mir Geschichten erzählt und Bilder geschickt. Da ist mir Angst und Bange geworden. Also ich muss auch sagen, mir fällt jetzt auch schwer, wieder die Kurve sofort zu kriegen. Ich habe gestern auch gefühlte 4 Stunden Sondersendungen, Brennpunkte und hast du nicht gesehen geguckt. Also es ist nicht zu fassen. Das muss man wirklich so sagen. Es ist nicht zu fassen. Deshalb. Ja, wie soll drücken man das sagen? Lenkt euch ab. Lenkt euch ab. Wir haben ein bisschen Fußball im Angebot.
Das kann sicherlich nicht über den Verlust, den der eine oder andere hinnehmen muss, hinwegtrösten, aber vielleicht einfach mal ein paar schöne Minuten euch. Wir haben ja schon gesagt, euch, es wird ein Benefitspiel geben, für, wo dann die Erlöse auch in diese Region laufen. Direkte Hilfe für die Betroffenen. Ich denke, darauf kommt es jetzt im Moment vor allem an. So, Bochum hat Anstoß. Der von dir benannte Simon Zoller wäre bereit. Ich bin mal gespannt, wie sich der VfL in der ersten Liga schlägt. Sie haben ja jetzt keine großartigen Verpflichtungen getätigt. Da ist ja nicht viel passiert. Ein bisschen was ist passiert. Ja, aber vor allem haben sie einen wichtigen haben sie verloren, ne? Mit Robert Suli. Der ist ja in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt, der 29-Jährige. Itiyad Kalba. Itiyad Kalba, ja. Da wollten gewiss alle schon mal spielen. Ne? Ja, da gab es ganz schön Ärger in Bochum, weil er gesagt hat, er hätte es jetzt auch nicht wegen des Geldes gemacht, sondern es sei auch eine sportliche Herausforderung. Und jetzt ja, ohne. Und, pass auf, wenn einer sowas sagt, den musst du wegjagen. Ja. Also da muss ich jetzt ohne Flachs. Da gibt es jetzt überhaupt keine Erklärung. Also wenn jemand. Wo ist das? Ja, Vereinigte Arabische Emirate. Ne? Also wenn du halt aufgestiegen bist in die Bundesliga und sagst, du suchst die sportliche Herausforderung. Sandspiele zu machen. Ist interessant, aber ich will dem Jungen jetzt auch nichts Böses. Der ist auf jeden Fall nicht mehr da. 350.000 Euro hat der VfL dafür kassiert. Und du sagst es selber, es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn eine Aufsteigermannschaft erstmal zusammenbleibt. Gilt ja für unsere U23 auch. Die ist ja auch im Kern zusammengeblieben. Ist ja auch wichtig. Apropos U23, das ist der lange Ball von Papadopoulos auf Rainer. Der Versuch jedenfalls. Und wir sehen Gio rechts, Marco links, Tigges zentral. Und Marius Wolf steht auch ganz hoch auf seiner rechten Seite und bildet diese rechte Flanke zusammen mit Felix Passack, der für mich etwas überraschend wieder dabei ist. Denn am Donnerstag hat er noch gefehlt im Training, da war er noch krank. In Gießen hat übrigens unser lieber Steffen Tigges ein wunderbares Tor gemacht. Wie er den mitgenommen hat und ins Tor geschmettert hat, das war schon aller Ehren wert. Hat er richtig gut gemacht und damit auch gerechtfertigt, dass er spielt. Und er hat ja auch bei unserer U23 jede Menge Goalies gemacht. Ein guter Typ, groß, gewachsen, schlank. Ja, der kann sich auch im Kopfballduell durchsetzen. Also ich hoffe, es kommt über die Außenmikros rüber. Die Stimmung ist echt super. Ich würde behaupten, alle Schwarz-Gelben, die hier heute sind, die können ihr Glück gar nicht fassen, dass man endlich wieder Bratwurst, Bier, Fußball und man darf sogar anfeuern. Auf dem Platz muss man keine Maske tragen. Ja, Bratwurst gibt es ja sicherlich wieder in der zweiten Halbzeit. Ne? Ja, dann weiß ich nicht, ob es da den gleichen Service wie in Gießen gibt. Zumindest darfst mit du das... Mit Axel Gaster ja, sprechen. Du darfst das lokale Produkt nicht wieder so verspotten, Lobby, ne? Ja, es war ja auch mehr im Spaß gemeint. Dass es direkt abgedruckt wurde, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja. Das lag einfach daran, weil Rewe der Sponsor beim letzten Spiel war. Heute ist es 1-1. Macht zwei Tore für unseren BVB. Damit könnten wir leben. Und ich werde verrückt. Da ist sie schon. Na, die ist aber nicht für dich. Ah, schade. Die nimmt unser technischer Leiter Axel Gaster ja selber in Beschlag. Ja, das ist, muss er auch. Es sieht ein bisschen schlecht aus. Er sollte ein bisschen auslassen. Na. Einwurf auf der rechten Seite. Felix Passack hat den Ball in der Hand. Wir müssen immer uns ein bisschen nach vorne beugen, weil die der Tisch ist so tief ja, hier. Ja, und wir sitzen quasi unterm Dach. Also wir sind ganz, wo wir sind, ist oben. Das ist aber schon immer so gewesen, Christoph. Ja? Ja. Ja gut, also hinter uns ist nicht mehr viel. Ja, da hat die 27, das ist Miloš Pantovic ein bisschen arg zugetreten. Das hat der unparteiische Sven Waschinski gesehen und sofort gepfiffen. Und weiter geht's. Über unsere beiden Innenverteidiger, über Leonard Maloney und über Antonius Papadopoulos. Langer Ball nach vorne, aber da kommt Marco Reus leider nicht an den Ball. So, jetzt über die linke Seite, schön aufgepasst von Maloney. Ja, von Leonard Maloney, der ähnlich weit vorne drauf geht, wie er es auch in der U23 macht. Da rückt er auch immer sehr schnell ein. Das will sein Trainer.
Enrico Enno Maaßen auch von ihm. Also wer mal ab und zu Spiele der U23 sieht, der weiß, Innenverteidiger in unserer U23 dürfen auch durchaus den ein oder anderen Ausflug nach vorne machen. Richtig früh drauf. Und das hat er gerade auch gemacht. Jetzt muss er aufpassen, aber Modahut klärt das Ganze und spielt den Ball erstmal nach hinten. Neuaufbau. Nicht verwandt oder verschwägert mit unserem Sokrates. Papa, was da los? Nein, das glaube ich nicht. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Hast du nachgetestet? Ja, selbstverständlich. Also, ich habe die Ahnentafel der Pampas. Hast du da liegen? Dopolos. DIN A4 ausgedruckt. Ja, und da stand nichts von Sokrates. Ja, dann kriegt er. Jetzt Marius Wolf rechts. Ball nach in die Mitte. Da, Julian, da muss der Schade. Ball vors Tor kommen. Das muss besser funktionieren. Aber Ecke. Erste Ecke für den BVB. Von der rechten Seite wird jetzt gleich der Ball vor den Kasten von Manuel Riemann geschlagen. Da kommt er rein, flach, kommt niemand dran. Der Ball tänzelt noch ein bisschen im Bochumer Strafraum, wird rausgespielt, aber das macht Felix Fasslack richtig stark. Und weiter geht's über die linke Seite. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Der Bratwurstduft von Axel, der weht hier so richtig rüber, ne? Ja, ich finde das auch nicht gut. Also das. Das ist ein Krakauer, ne, Axel? Ja, das ist ein Krakauer. Naja, lass ihn, darfst ihn jetzt nicht beim Essen stören. Das, das haben schon andere versucht. Die haben probieren wir. Also Papadopoulos, Antonius und kommt davon Bochum über die rechte Seite. Ball kommt in die Mitte, aber schön aufgepasst von Papadopoulos. Ungenauer Pass geht ins Aus, Einwurf für den VfL. Danilo Suarez hat den Ball in der Hand und wird zurückgespielt zu Riemann. Oh, da war kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Weiter geht's. Schuss aufs Tor. Gut, klasse aufgepasst von Papadopoulos. Ja. Dein neuer Lieblingsspieler gerade fast, ne? Papadopoulos. Nach der starken Leistung. Ja. In Gießen macht er direkt weiter. Ja, hat er gut gemacht. Ich freue mich über junge Spieler, die hier in den Kader kommen und gut spielen. Weil man darf nicht außer Acht lassen, dass die Jungs natürlich auch alle nervös sind, wenn das erste Mal dabei sind. Jetzt der Ball in die Spitze, der Versuch von Nico Schulz, Marco Reus lang zu schicken. Aber der war zu lang für Marco. Kommt nicht an den Ball. Abstoß vom Tor von ihm. Sehen wir. Marco Rose, heute mal in langer Hose, in Gießen mit kurzer Hose, gewohnt lässig. Und das macht ihn ja so sympathisch, dass er genau so ist, wie er ist. Einfach ein toller Kerl. Einwurf für den VfL. Linke Angriffsseite. Die 3 hat wieder den Ball in der Hand. Das ist Suarez. Immer noch nicht ausgeführt. Nee, eilig hat er es nicht. Nee. Ah, da wird weggepfiffen. Da war ein Foul. Ja. Bei YouTube wird etwas spekuliert, wo ist denn der große Norweger mit der Nummer 9? Der große Norweger mit der Nummer 9 ist noch nicht so lange wieder im Training, der Erling. Ich habe ihn gehört, wie er am Donnerstag vom Trainingsplatz runterkam. Ordentlich verschwitzt, war auch schön knackig heiß und sagte, that was hard, but good. Also, der freut sich, dass er hier wieder ordentlich mittrainieren darf und den Ball fester aufs Tor knallen darf. Aber also, der ist ja jetzt gerade zurück aus dem Urlaub. Der wird noch ein bisschen geschont, aber ich denke, dauert nicht mehr lange. Dann sehen wir Erling Haaland auch in einem Freundschafts- oder Vorbereitungsspiel. Wir haben ja zum Beispiel 2 im Trainingslager Bad Ragaz. Am 24. schon das erste. Wer weiß, wahrscheinlich wird er dann auf dem Platz stehen.
mutmaße ich jetzt mal. Ja, VfL schön die Seite verlagert. Jetzt muss Felix Paslak aufpassen. Ja, Flanke in die Mitte, die stecken schön den Ball durch, aber Meloni passt auf und direkt umschalten über Marius Wolf. Bieten sich zwei an, Wolf nimmt nochmal den Fuß vom Gas und Modahut heute auf der 6. In der Raute baut das Spiel von hinten auf. Ups. Ups. Ball im Aus von Julian Brandt. Missverständnis, Einwurf für den VfL. Duares hat den Ball wieder in der Hand. Wirft ihn nach vorne. Masovic versucht sich durchzusetzen. Schafft es, aber nicht jetzt. Ja, ein Fehlpass, schade, von der 37. Das ist Bella Kotschap. Aber da verspringt dann Marco Reus auch direkt wieder der Ball, sodass es kein richtiger Konter oder eine gute Gelegenheit für unseren BVB gegeben hat. Neu aufgebaut durch die Mitte. Modahut. Wieder rüber. Zu Meloni. Der ist ein bisschen steil. Ja, der ist optimistisch gespielt und der lässt ihn ins Ausrollen. Einwurf für Bochum. Nobby, das ist ja eine Aufstellung. Hand aufs Herz, so werden wir die Mannschaft nicht oft wiedersehen. Du hast ja auch ein paar Jahre gekickt. Wie schwierig ist das in der Vorbereitung, dass man dann einen Spielfluss hinkriegt, wenn man sich eigentlich noch nicht so richtig gut kennt und Automatismen ja jetzt noch jetzt nicht gelernt sein können? Jetzt geht es erstmal darum, wieder erstmal die Basis hinzukriegen, dass man konditionell gut drauf ist. Dann das Verständnis, dass der eine oder andere Neue dabei ist. Hier geht es jetzt nicht um blindes Verständnis, das spielt keine Rolle. Sondern hier geht es ein bisschen kennenlernen. Wenn ich zum Beispiel gucke, dass Gregor Kobel im Tor steht, der muss auch mal wissen, was machen die Abwehrspieler. Ja. Aber heute hat er zwei von der U23, ja, aber genau, trotz alledem, das ist so. Heute, das ist einfach reinkommen, mehr ja, nicht. Ergebnis vollkommen egal. Hier geht es darum, wieder ein bisschen in Lauf zu kommen. Langer Ball jetzt auf die linke Seite, aber der ist zu lang, der war doch etwas weit gespielt von Papadopoulos für Marco Reus, der geht ins Aus und hinten bei der großen Schau ins Land, Reisenbande geht der Ball ins Aus. Schön gemacht jetzt von Gio Reyna, Papadopoulos und weiter zu Meloni. Bewegung ist viel drin. Ne? Also ja, das hat man aber übrigens in der zweiten Halbzeit in Gießen schon gesehen, als fast nur U23-Spieler auf dem Feld waren. Da hat man gemerkt, diese Jungs sind heiß. Die sind auch ja, vor allen Dingen gut drauf. Die haben natürlich von Enrico Maaßen eine schöne Taktik aufs Auge gedrückt bekommen, die richtig klasse ist. Und da hast du gemerkt, da hast du nicht viel Unterschied gespürt gegenüber der ersten Halbzeit, wo vermeintlich viel mehr Spiel aus der ersten Mannschaft dabei. Ja. Ja, ich glaube, wer unsere U23 in der letzten Saison gesehen hat, das ist einfach auch ein extrem laufintensiver Fußball, den Enno Maaßen seinen Spielern auch abverlangt. Und von der Hinsicht her schön, weil ich glaube, jetzt haben wir mit Enno Maaßen und mit Marco Rose zwei Trainer, die auch eine ähnliche Idee haben vom Fußballspielen. Und momentan geht das ja Hand in Hand zwischen den beiden. So muss es sein. Ich glaube, Enno ist auch mit dabei. Der war ja auch in Gießen mit dabei. Wenn so viele von seinen Jungs hier spielen, dann ist das ja quasi auch wie ein Vorbereitungsspiel der U23. Ja. Die übrigens in einer Woche schon ihr erstes Ligaspiel haben in der dritten Liga. Auswärts in Zwickau. Jetzt muss er auf den Platz gucken. Flanke von Paslak abgeblockt. Da war gerade vieles richtig. Ja, schade. Da warteten schon 2-3 im 16er. Und du hast es selber gesagt, also wenn dann noch Marius Wolf auch noch im 16er ist, der ist ja auch relativ groß, dann hast du mit Tigges zusammen da schon mal zwei. Hast schon mal 6 Meter da stehen. Ja, genau. Da kann dann schon mal der Ball zum richtigen Mann kommen. Und nochmal zurück. Auf geht's.
Schön, Tickets! Ach, den macht er leider nicht. Normalerweise macht er den blind. Aber was für ein Zuspiel von Marco Reus. More goes not. Richtig gut. Jetzt schauen wir mal. Das war Gio. Entschuldigung. Und ähnliches Situation wie gegen Gießen. Nur da hat er einfach draufgehalten. Jetzt hat er überlegt, wo er hinschießt. Aber wir notieren, 15. Minute, erste große Chance für unseren BVB. Tja, Viertelstunde vorbei. Nobby hat gesagt, es geht ums Kennenlernen so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, auch beide Teams lernen sich hier gerade so ein bisschen kennen. Das Abtasten geht allmählich zu Ende. Der VfL hat sich schon zwei, dreimal getraut, mit schnellem Umschlagspiel vor das BVB-Tor zu kommen. Der BVB nun auch das erste Mal richtig erfolgsversprechend. Und man merkt, es geht viel über die rechte Seite von Felix Paslak und Marius Wolf. Auf der linken Seite der momentan Nico Schulz und Gio Reyna beheimatet sind, wobei auch Julian Brandt sich da immer hinfallen lässt. Da war noch nicht so viel. Kann ja noch werden. Bedanken möchten wir uns bei 1&1. Die sorgen nämlich heute dafür, dass dieser Livestream stattfindet. Und wir hoffen, dass 1&1 2 macht, wir 2-0 gewinnen und damit könnten wir leben, Christoph, oder? Ja, vor allem zeigen wir euch in der Halbzeit auch ein bisschen was von unseren 1&1 Formaten, nämlich unser Insight aus Gießen, ne, vom letzten Testspiel. Und ein gewisser Norbert Dickel hat den neuen Trainer getroffen, den Herrn Rose. Und da zeigen wir auch einen Ausschnitt aus dem Interview in der Halbzeit. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Leider. Auf unserem Monitor sehe ich nichts. Und doch, da sehe ich jemand. Die Nummer 3 hat schon viele, Suarez, viele Einwürfe gemacht. Ball ist erneut im Aus. Aber jetzt gibt es Einwurf für Schwarz-Gelb, für uns. Auf der rechten Seite, Höhe des 16-Meter-Raums. Da ist Marius Wolf, der wirft den Ball weiter zu Felix Paslak. Und es geht über Motorhut Richtung Tor vom VfL. 1848. Übrigens, der VfL Bochum ist nicht 1848 gegründet, sondern das war ja ein Zusammenschluss von drei Bochumer Vereinen. Und im Prinzip war das 1946, wenn ich mich recht entsinne. Da wurde der VfL Bochum dann mit der Fußballabteilung gegründet. Aber einer der drei Vereine ist halt 1848 gegründet. Ja. Und dann darf man sich auch so nennen. Und so. Ja. Damit ist das wahrscheinlich einer der ältesten deutschen Vereine. Ja. Also ich will da jetzt auch nicht zu tief in die Geschichte reingehen, aber das ist ja bei vielen Vereinen so, die heute Fußball sehr weit oben spielen, dass sie ursprünglich eher als Leichtathletik oder als Turnverein gegründet wurden und dann später sich die Fußballabteilung dann immer dominanter dargestellt hat und es jetzt halt hauptsächlich ein Fußballverein ist. Aber ja, Tradition gibt es hüben wie drüben. Brauchen wir nicht drüber reden. Bei YouTube hat gerade ein User Zylox gefragt, was ist eigentlich mit Hazard? Der war natürlich, ja, gibt das eine Ecke? Es gibt einen Abstoß. Das freut die Bochumer Fans nicht. Das war auch eine enge Kiste. Also, was ist mit Hazard? Ja, unsere drei belgischen EM-Teilnehmer, ähnlich wie die anderen EM, die meisten der anderen EM-Teilnehmer, haben natürlich, die sind noch mitten im Urlaub. Und ich vermute, oder wir vermuten, dass Hazard, Witzel und auch Meunier dann im Laufe des Trainingslagers in Bad Ragaz zwischen dem 23. und 31. Juli zur Mannschaft dazustoßen werden. Ähnliches gilt für Mats Hummels oder Emre Can. Anders ist es natürlich bei Thomas Delaney
der im Halbfinale war, und Jude Bellingham, der im Endspiel der Europameisterschaft war. Die werden natürlich noch länger Urlaub haben und wir rechnen nicht mit denen im Trainingslager. So, jetzt müssen wir wieder auf den Platz gucken. Marco Reus spielt schön raus auf Marius Wolf. Jetzt stehen sie sich alle ein bisschen sehr auf den Socken. Deshalb geht es nochmal hintenrum über Mo Dahoud. Und der Ball ist weg. Und die Fans äußern ihre gemeinsame Meinung zu einem Fußballverein aus Gelsenkirchen. Ich hätte gedacht, dass du jetzt sagst, nee, ist das nicht. Zweite. Also du meinst einen Fußballverein, der überraschend nicht mehr auf dem Spielplan der Bundesliga steht. Ich habe ihn tatsächlich gesucht, als der Spielplan rauskam. Und ich sollte dir sagen, und ich habe ihn sogar vermisst. Ja, so ist es. Das habe ich gesagt, man mag es kaum glauben. Flanke kommt vor das Tor und das Marius Wolf und macht das gut. Da muss er hin. Ja, köpft den Ball ins Aus und es gibt Ecke für den VfL Bochum von der linken Seite. Alles knubbelt sich am 16er. Oh, der war aber ganz schön frei. Der war auf jeden Fall zu frei, lieber Christoph. Das darf nicht passieren. Das haben wir letztes Jahr leider öfter mal. Ich sag nur, also FC Köln. Ja, Bella Kotschap war es. Bella Kotschap? Bella Kotschap war es am langen Pfosten. Bisschen ungedeckt. Ja, zwei waren dabei, aber nur dabei, nicht mittendrin. Das war DSF früher. Die Älteren werden sich erinnern, ne? Habe ich auch mal mitgemacht. Ja. 4 Monate. Hat die Sendung aber auch nicht nach vorne gebracht. Ja, sowas braucht auch manchmal ein bisschen Zeit. Jimmy war da, glaube ich, noch. Jimmy Hartwig. Aber das ist dann wirklich für die, die noch schwarz-weiß werden können. Ach komm, übertreib mal nicht. Einwurf für den VfL. Linke Seite. 22 Minuten sind gespielt. Der Spielstand 0:0. VfL Bochum im mintfarbenen Trikot. Das wundert mich auch. Ich meine, die sind hier offiziell Auswärtsmannschaft, aber die haben ja ganz dunkelblaue Heimtrikots diese Saison. Ja. Also hätten sie jetzt auch anziehen können. Ich glaube, wir hätten es geschafft, die auseinanderzuhalten. Die sind schön. Nicht so schön wie unsere Puma-Trikots, aber ich fand sie auch nicht hässlich. Ja. Oh, da bleibt Mo einmal hängen, der ansonsten, finde ich, hier wieder sehr souverän von hinten heraus das Spiel dirigiert und aufzieht. Aber der Ball bleibt beim BVB und wer mir sehr gut gefällt dort ist Marius Wolf. Der hat einen guten Zug zum Tor. Der will immer sofort nach vorne. Jetzt stellen sich ihm zwei im Weg. Deshalb wieder über die Mitte, wieder über Mo Dahoud. Findet er eine Anspielstation nach vorne? Zumindest sucht er Marius Wolf. Oh, der Abseits. Oh, aber der Pass war von Mo. Ja. Der war gut, muss man wirklich sagen. Ja. Wenn man das im zweiten Freundschaftsspiel sagen darf, und ich habe ihn ja auch am Donnerstag im Training erlebt, der ist richtig gut drauf. Der hat sowas wie Frühform. Also im Training wird ja auch viel schnelle, harte Pässe in den Fuß verlangt und das kann der einfach. Das siehst du. Also auch unter dem allerhöchsten Druck, der spielt den Ball immer genau in den richtigen Fuß zum Mitspieler. Und wenn du die Jungs hörst, wenn sie über Mo sprechen, dann kann man das gar nicht glauben, dass er noch nicht 400 Spiele auf der Uhr hat. Jeder sagt, Mo kann alles. Alles. Der ist ein fantastischer Fußball. Das war jetzt ein schöner Pass. Gio Reyna, den Weg nach vorne, spielt auf die rechte Seite. Da ist jetzt Julian Brandt, bringt den Ball in die Mitte und ist etwas lang. Kommt niemand dran. Von hinten kommt Nico Schulz. Versucht sich vorbei zu... Das ist Abstoß. Aha. Wurschteln. Aber der Ball geht in... Guck mal, der Edin. Edin Aki ist auch da. Ovo. Robin Steden, der Rechtsanwalt.
Hier kommt immer irgendeiner mit einer Wurst vorbei. Die quälen dich. Das die quälen ist, dich, das, ihr habt euch doch abgesprochen. Nein. Und Pommes und Brezel. Unserer Social Media Abteilung geht's gut. Aber wir, Christoph und ich, wir sagen einfach, wir konzentrieren uns auf unseren Job. So, das müssen wir auch, denn Marius Wolf, ach, da wollte er noch ein zu viel vernaschen. Aber trotz alledem, Christoph, so wie wir spielen, mir gefällt das schon ganz gut. Auch wenn viele nicht dabei sind, es sieht einfach gut aus, Punkt, Ende, aus. Das, was sie machen, hat Hand und Fuß und ich freue mich wirklich auf die Saison. Ich freue mich auf den Spielstil von Marco Rose. Das hat mir in Gladbach sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und man muss dazu sagen, auch eine wirklich überragende Stimmung im Trainerteam. René Maric, Alexander Zickler hat er ja auch noch mitgebracht. René Maric so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das despektierlich ist, wenn ich das sage, so der Taktik-Nerd. Und Alexander Zickler, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, dann wisst ihr, der hat auch mal, vor allem im Süden Deutschlands, sehr erfolgreich Fußball gespielt. Wir kennen uns gut übrigens. Ihr kennt euch gut? Mögt ihr euch auch? Ja. Okay. Wir haben nach unseren Karrieren hier und da mal zusammen ein Glas Wein oder Bier zusammen getrunken. Aber nicht Golf gespielt? Nee. Ach so. Wir haben uns getroffen mit verschiedenen aus der Generation. Und das war immer sehr schön. Da haben wir uns sehr gefreut, als wir uns wiedergesehen haben. Abstoß, eine richtige Entscheidung. Ja. Ganz klar. Dann gibt es auch direkt den Check mit dem Torhüter. Wir schauen jetzt nochmal. Ganz genau richtig gemacht. Papadopoulos schießt den Bochumer an. Ganz klare Kiste und richtige Entscheidung von Sven Waschinski, dem Schiedsrichter der heutigen Begegnung. Abstoß. So, die Fans sind auch zufrieden, wie man hört, und zwar die Schwarz-Gelben. Das war jetzt ein bisschen sehr mutig. Jetzt müssen sie aufpassen in der Mitte. Rechts. Maloney stellt den Mann. Und es gibt Abstoß vom Tor des BVB. Weil Luis Hartwig verzogen hat. Ja, ich finde auch, ne, so das Fazit zu nach einer Viertelstunde war ausgeglichen. Beide tasten sich so ein bisschen ab. In den letzten 15 Minuten, wir haben ja schon fast eine halbe Stunde jetzt hier gespielt, finde ich den BVB deutlich dominanter. Ja, nach einer Ecke hatte Bochum eine gute Kopfballchance. Aber insgesamt diktiert hier mehr Schwarz-Gelb und der lange Ball schon wieder nach vorne. Aber Steffen Tigges wohl im Abseits, sagt zumindest der Assistent. Bei YouTube fragt jemand, wo spielt ihr denn? Ja, wir spielen beim MSV Duisburg und eigentlich sollte auch der MSV Duisburg hier spielen. Die haben aber ein paar Corona-Fälle in der Mannschaft und deshalb gibt es heute nur ein Spiel. Dortmund gegen Bochum in Duisburg. Also beide hatten eine relativ kurze Anreise. Das ist der sogenannte, weiß ja nicht, Legenden-Cup? Der Cup der Tradition. Ja, ja, aber ist das nicht das Gleiche? Boah. Auf jeden Fall ist der ziemlich groß. Die haben gerade schon mal die Pokale gezeigt. Also wer hier heute gewinnt, kannst du schon zwei Plätze im Bus für reservieren auf der Rückfahrt. So. Ja, der geht schon zur Sache. Der versteht es, wie er direkt auch hier vor den BVB-Fans die Leute auf seine Seite bringt. Da gucken wir jetzt mal hier. Da kam das lange Bein. Zack. Freund und Feind liegen auf Aschenbahn. Der gefällt mir gut. Gerrit Holtmann vom VfL gefällt das nicht. Was? Naja, dass er da auf dem Rücken gelandet ist am Ende. Ach so, eine schöne Furche auch im Rasen. Ja, das ist Simon Zoller. Von dem haben wir noch gar nichts gesehen, ne? Ja, die waren ja auch nicht so oft vorm Tor. Die
Bochum. So, jetzt Moni, was macht er? Genau, sucht und findet. Leider nicht Julian Brandt, denn da waren direkt zwei bereit für einen schnellen Umschaltmoment, aber so leider nicht. So, Kim Brinkmann schreibt bei YouTube: Nobby, grüß dich, bist der beste Nonplusultra Heer BVB. Ist Kim Brinkmann bei dir in der Nachbarschaft irgendwo? Nee, aber Kim, danke nochmal. Also hat ja das, was wir besprochen haben, hat ja gut funktioniert. Die 20 Euro kommen, sagst du, ne? Jawohl, Ball erstmal raus, nach vorne. Boah, da wird Tick ist aber mächtig bearbeitet, da muss man aber auch mal pfeifen. So, das nutzen einige für eine Trinkpause, denn da unten in der Sonne ist es ganz schön warm. Ja, mal gucken, ey, dass man sowas jetzt aber auch nicht pfeift. Das ist die, wer war das, die 37, ja. Bella Kotschap springt da, ja, jetzt gibt es erstmal eine Trinkpause. Tja, Zeit für uns vielleicht noch mal kurz zu sagen, wer heute alles noch nicht da ist. Also über Erling Haaland haben wir schon gesprochen. Oh, und falls ihr euch fragt, wir können ja abwechselnd mal machen. Wir fangen mal oben an. Also heute nicht dabei: Manuel Akanji. Ja gut, das wissen wir. Ne? Also ich meine jetzt auch eher so die, die schon in Dortmund sind, aber nicht dabei sind. Ja, also generell. Achso, ja gut, das können wir machen. Ja, bei Akanji ist klar, warum. Ne? Der ist halt bei der EM gewesen. Jude Bellingham. Genau, der ist auch nicht dabei. Emre. Emre ist natürlich auch noch im Urlaub. Der Soumaïla Koulibaly, habt ihr bestimmt von gehört, Talent von Paris Saint-Germain, ist da, ist in einem Aufbautraining in der Reha, übrigens genau wie Daxo. Da haben wir also zwei junge französische Innenverteidiger, die sich jetzt in diesen Wochen mit Sicherheit kennenlernen und ja, vielleicht kann ihm Daxo in Brackel ja zeigen, wo so alles ist, ein bisschen einführen. Rafa Guerreiro ist nicht da. Genau. Erling Haaland, Thorgan Hazard, Marvin Hitz, Mats Hummels. Ansgar Knauf kriegt auch eine Pause heute. Ja, ist gut. Thomas Meunier. Hat aber fleißig trainiert, keine Matteo Sorge. Matteo Morey. Nochmal, Matteo, liebe Grüße. Ich ja. weiß, dass du guckst. Mein Freund Matteo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Youssoufa Moukoko, auch bald wieder fit. Renier. Ja. Der wird bei den Olympischen Spielen bald gegen Deutschland spielen. Mit Brasilien. Axel Witzel. Genießt auch noch seinen Urlaub. Also, das sind schon richtig gute... Ja. Jungs. Und noch ein Wort zu Youssoufa Moukoko. Der trainiert im Moment hauptsächlich individuell, aber ich glaube, da plaudere ich nicht zu viel auf. Der scheint schon relativ nah an der Mannschaft zu sein. Der hat ja auch die Leistungsdiagnostik mitgemacht. Also bei Youssoufa, da bin ich auch mal sehr optimistisch, dass der in Bälde hoffentlich dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Würden wir uns alle freuen, dass seine tolle Geschichte mit 16 Jahren weitergeht. So, schade. Da wäre Marius Wolf fast durch gewesen. So gibt es in Anführungsstrichen nur Einwurf für den BVB. Und das erledigt gleich Felix Passlack. Gut gemacht, Gio Reyna. Kriegt ihn noch in der Mitte zu. Boah, Zentimeter. Steffen Tigges. Ich weiß gar nicht, ob es Steffen Tigges war. Zumindest hat Gio den Ball in seine Richtung gepasst. Schauen wir noch mal. Jetzt gucken wir. Ja, ja, sieht so aus, ne? Mit links. Das war so eine Kombi. Also, zweite Chance BVB. 32. Spielminute. Christoph Bökamp notiert. Wieder Steffen Tigges. Dieses Mal knapp links vorbei. Denn in der 15. hat er schon drüber gesetzt und wie Nobby sagte, normalerweise macht er den rein. Und ich glaube, das dürfen wir so stehen lassen. Ne? Denn da war er schön frei ja. durch und hat den Ball leider übers Tor gesetzt. Sonst stände es hier schon 1-0
für Schwarz-Gelb. Axel gleich mal fragen, wie viele Zuschauer wir haben. Dann haben wir. Hast du schon gezählt, Axel, wie viele Zuschauer wir haben? Moment, Zeit hat. Axel ist ja dafür verantwortlich, dass immer alles läuft. Und deshalb läuft ja auch immer alles. Und immer wieder Marius Wolf. Dieses Mal auf Gio Reyna. Oh. Ja, schönes Kunststückchen, führt aber zu nichts. Höchstens zum Ballverlust. Also kommt noch hinten rum. Genau. Und da hat einer ganz viel Platz, nämlich Nico Schulz. Flanke aus dem Halbfeld, aber der ist zu lang für Julian Brandt. Da hat Manuel Riemann keine Probleme mit. Sehr gut. Oh. Da ist die 45. Lennart Maloney. Hat sich da wehgetan, dann müssen wir mal gucken. Da steht schon wieder. Na, da hat ein Gegenspieler noch mal das Bein hochgezogen. Das kann dann auch schon mal wehtun. Ja. Wir können übrigens nicht auflösen, ob er auf dem Platz so ein Lautsprecher ist wie in der U23. Denn, das muss man sagen, Gott sei Dank, es sind ja Zuschauer da. Wir hören ihn halt gar nicht. Steht weit vom Tor. Ist ja auch ein Torhüter, der mitspielen kann. Macht das jetzt sehr gut. Weiter geht's. Papadopoulos. Schöner Doppelpass. Gio Reyna, der hat jetzt ein bisschen Platz. Spielt in den Mitte über die linke Seite. Da wird noch was. Kommt jetzt Schulz. Legt zurück. Ach, da muss man. Da muss er mehr rausmachen, der Marco. Rausmachen. Oder einfach nur aufs Tor. Ballern. Ja, wie sagt man so schön auf Neudeutsch? Der First Touch bei Marco Reus. Der war nicht First so toll. Touch in the box. Der First Touch in the box, ich sage es dir. Der war nicht so doll. No, war not a good touch in the box. Was a very white touch. Yeah. 40.000 Leute schauen uns angeblich auf YouTube, Was heißt Facebook, ja angeblich, wenn BVB Axel das TV. Sagt, ist das gewiss. Okay, 40.000 Leute ist die offizielle Zuschauerzahl. Ja, ist das auf cool? YouTube, Facebook, Twitch haben wir auch wieder am Start. Und natürlich BVB TV. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie wir schon von Kim gehört haben, den Nonplusultra-Kommentator haben wir ja dabei. Kim ist einfach klasse. Einfach nur klasse. So, wir gucken wieder aufs Spielfeld. Schade, denn die Idee von Marco war sehr gut. Mit der Jetzt wollen unsere Jungs aber das Tor machen vor der Halbzeit. Schulz, linke Seite. Schulz. Loni. Papadopoulos. Der letzte Mann, nochmal auf die linke Seite zu Maloney, der wechselt auch ganz links. Schulz, komm, trau dich mal was. Ja, geht am ersten vorbei, macht's gut, spielt dann nochmal zurück. Ja, der war jetzt nicht so gut. Weiterspielen. Kein Abseits, Marco Reus. Oh! Mensch, der war so schön auf Gio. Ja, Gio, Gio. Das war kein Hit. Sorry. Neununddreißigster. Ja, 3:0 Chancen für den BVB, aber noch 0:0 Tore. Papadopoulos, der will aber, dass Marco Rose sich den Namen merkt. Ja. Du hast ihn dir ja schon gemerkt in Gießen, von der Hinsicht her. Ja. Ich gefällt mir grad.
Wieder wohlverdiente Trinkpause und Marco Rose nimmt sich Felix Paslak zur Seite. Dirigiert noch mal ein bisschen dabei. Ich wiederhole mich da, finde ich, ist unsere rechte Seite mit Paslak und Wolf sehr ansehnlich, wie die beiden das heute machen. Links jetzt gerade eben hatte Nico Schulz mal zwei Möglichkeiten, sich da ein bisschen in Szene zu setzen. Aber sowohl Paslak als auch Wolf spielen mutig nach vorne, stehen trotzdem defensiv einigermaßen sicher. Und ich denke, genau so wird sich unser Trainer das auch vorstellen. Und das ist ja auch ungefähr der Fußball, den er angekündigt hat. Aber wenn so eine EM oder WM ist, das ist immer eine zerfledderte Vorbereitung. Ja. Mein Gott. Und ich freue mich dann, wenn alle dabei sind und wir mit unserem besten Team Fußball spielen können. Jetzt der VfL Bochum, der aber insgesamt doch sehr, sehr harmlos am heutigen Tag ist. Ungenauer Pass von Julian Brandt auf Marco Reus. Schade, denn er hatte den Ball so schön gewonnen. Lohnt er sich nicht. Jetzt Modahut guckt. Aber erst nochmal hintenrum über Felix Paslak, über Leonard Maloney. Steckt durch auf Julian Brandt. Der macht den schönen Seiten- und Flankenwechsel auf Marius Wolf, gleichgestellt von zwei. Deshalb nochmal hintenrum. Jetzt rücken die Schwarz-Gelben immer weiter ein. Stehen jetzt schon mit einer Fünferlinie vorm 16er. Nochmal raus auf Wolf. Der hat auch ein bisschen Platz. Kommt aber nicht vorbei. Ah, schade. So, und das sieht man jetzt nicht im Bild, aber ich erzähle es euch. Es macht sich bereits fleißig die gesamte Bank beim BVB warm. Denn wir alle rechnen damit, dass in der zweiten Halbzeit eine komplett andere Mannschaft hier in Schwarz-Gelb stehen wird. Aber wir müssen auf den Platz gucken. Gio Reyna schon im 16er. Und die Chance von Marius Wolf in die Arme von Manuel Riemann im Tor des VfL Bochum. Ja, Marius Wolf, verliehen wieder da, auch der will seine Chance offensichtlich nutzen und sich hier nochmal im Vordergrund spielen vor dem neuen Trainer und ich finde, das macht er heute sehr anständig. So, jetzt Marco Reus im Duell, bremst nochmal ab, aber da ist viel Raum auf rechts in Person von Felix Paslak. Da ist er nicht gedankenschnell genug. So, 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit, 5 Minuten noch für diese Truppe, die ihr jetzt unten auf dem Platz seht. Und Nobby hat es richtig gesagt, ich sehe es genauso, die haben sich noch fest vorgenommen, hier ein Tor zu schießen in der verbliebenen Zeit. Und Bochum jetzt wirklich steht sehr tief hinten drin. Jetzt allerdings schon 41 Minuten und 9 Sekunden stehen sie ziemlich tief hinten. Also der Mut der ersten Minuten, der ist relativ schnell verflogen. Ja, genau. Marco Reus versucht da direkt. Ah, Steffen Tigges in Position zu bekommen, aber Bella Kotschap war dazwischen und hat den Ball einfach weggespitzelt und somit der VfL Bochum jetzt auf dem Weg nach vorne über die linke Seite, aber der Ball wird viel zu lang. Und oh, bis auf den Oberrang. Papadopoulos hat jetzt gerade nach in die Sportschule Duisburg-Wedau geschossen. Grüße. Das war da, ja, in der Jugend war man sehr froh, Christoph, wenn du dort gelandet bist, weil dann warst du Westfalen-Auswahl. Das war immer gut. Weil die normale Sportschule für uns war ja Kaiserau.
Und das ja hier Niederrhein. Ja. Also musstest du dann schon in den nächsten Bezirk fahren. Und dann konntest du, oder nicht mit dem nächsten Land. Und das war dann immer was Besonderes. Wedau war immer toll. Ich dachte mal, die wären hier vor allem fürs Rudern berühmt. Nee, hier ist eine große Sportschule. Ja, okay. Ja, Jungs, geht noch was? Die Beine sind wahrscheinlich schwer nach der intensiven Trainingswoche. Und der VfL im 4-3-3. Ebenfalls der BVB auch im 4-3-3. Lauert auf einen Konter. Das allerdings ist ein Foul von Marco Reus. Zumindest der Schiedsrichter. Sieht unser Kapitän ein bisschen anders. Ich bin gespannt, ob in der zweiten Halbzeit beim VfL Bochum ein bekanntes Dortmunder Gesicht auf dem Platz stehen wird, nämlich Patrick Osterhage. Der war ja letzte Saison noch bei der U23 des BVB, ist mit der U23 in die dritte Liga aufgestiegen. Für ihn persönlich geht es direkt gleich drei Ligen nach oben in die Bundesliga. 21 Jahre, Mann fürs Mittelfeld. Ich denke, wir werden ihn in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr in Schwarz-Gelb, sondern in, ja, was ist das für eine Farbe? Mint. Mint sehen. Schön gemacht da von Nico Schulz. Das hat sich gelohnt. Und da kriegt dann gleich wieder und hat auch Platz. Marco guckt schon in der Mitte und kriegt den Ball auch. Schon wieder First Touch. Not a good first. Not a good first touch. Touch. Nein. Jetzt hat Felix Pastak mal Platz, kann in die Mitte ziehen. Gegen drei gleich noch mal raus auf Marius Wolf. Schöne Flanke. Ah, den nimmt er nicht direkt. Und der, da war nicht genug Druck hinter. 30 Sekunden noch. Machen wir noch ein Tor? Fragezeichen. Sie wollen es jetzt ein Stück weit erzwingen, habe ich das Gefühl. Komm, Lennart, trau dich was. Und Halbzeit. Pünktlich ist Halbzeit 0:0. Chancen plus beim BVB. Ich habe hier vier Chancen für den BVB, eine für den VfL auf dem Zettel. Es wird jetzt ordentlich durchgewechselt. In der Halbzeit zeigen wir euch einige unserer 1:1-Formate, nämlich den zweiten Teil aus dem Interview von Nobby mit unserem neuen Trainer Marco Rose und das Inside von unserem Spiel in Gießen, das wir 2:0 gewonnen haben. Wir hören und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.
Marco war, glaube ich, auch nicht mit jeder Flanke zufrieden, aber ich lasse mich da nicht entmutigen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Interviews mit Marco Rose, unserem neuen Cheftrainer. Ja, Marco, zum ersten Teil oder beim ersten Teil des Interviews habe ich dich gefragt, Spieler oder Trainer. Jetzt beim Training sehen wir dich oft auf der linken Seite stehen. Du haust butterweiche Flanken in die Mitte, die ganz leicht zu verarbeiten sind. Als Stürmer hätte ich mich damals gefreut, wenn sie so gekommen wären. Liegt das daran, dass ihr so wenige Leute seid oder weil du noch in dir so ein bisschen Spieler bist? Ich mache das tatsächlich ganz, ganz gerne mal noch. Also ich bewege mich gerne und spiele auch noch gerne Fußball. Mein Körper macht mir da mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Wir haben uns eben drüber unterhalten, das ist einfach Mist. Und die Knie haben damals doch ein bisschen gelitten bei uns. Genau, und Marco war, glaube ich, auch nicht mit jeder Flanke zufrieden. Aber ich lasse mich da nicht entmutigen. Ich bleib da dran. Wie würdest du deinen Trainingsstil beschreiben? Gibt es auch mal die klassische harte Konditionsarbeit oder machst du fast alles mit dem Ball? Wir machen schon das meiste mit dem Ball. Und trotzdem gibt es auch Einheiten, wo man wo die Jungs einfach mal auch an Grenzen oder über Grenzen müssen. Ich glaube, unsere Einheiten versuchen wir immer sehr komplex zu gestalten, wo die Jungs auch ein bisschen nachdenken müssen. Und wenn man selber Fußballer war, dann weiß man, dass es schon Sinn macht, die Einheiten auch so zu gestalten, dass die Jungs, die brauchen auch Spaß und vor allen Dingen eine Mannschaft mit der Qualität, die wir haben, die dann auch ins Kicken kommen möchte, denke ich schon, dass es wichtig ist, dass dann der Ball auch ganz oft und viel eine Rolle spielt. Wie bist du überhaupt zum Trainerjob gekommen? Welche Trainer haben dich geprägt und wo hast du dir auch mal was abgeschaut? Ja, also wenn man lange im Fußball unterwegs ist, macht man sich irgendwann Gedanken darüber, wie es dann mal weitergehen kann. Und ich liebe Fußball. Habe allerdings auch eine Ausbildung gemacht, eine klassische, Abitur, bin Sozialversicherungskaufmann gelernter und nach 15 Jahren aus dem Job raus, aber wäre das ein bisschen schwierig geworden. Liebe Fußball, wollte im Fußball bleiben, habe von Anfang an für mich auch schon die Idee gehabt, das auf jeden Fall zu probieren. Wusste nicht, dass es mir dann tatsächlich auch so liegt, dass ich es weiter werden möchte, aber habe schnell gemerkt in Mainz dann, dass mir das Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, Dinge zu entwickeln, mit Mannschaften zu arbeiten. Hatte gute Trainer, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, kurz Trainer, die auch hier waren, Kloppo natürlich dann auch, die mich ein Stück weit dann auch geprägt haben, von denen du was mitnimmst, aber am Ende versuchst du natürlich dann deinen eigenen Stil auch zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass du selber bleibst. Und überall, wo du warst, hast du ja relativ schnell auch Erfolg gehabt. Du scheinst den richtigen Stil doch gefunden zu haben. Ja, vor allen Dingen habe ich ein gutes Umfeld gehabt in allen Vereinen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe. Durfte tolle Jungs trainieren. Und dementsprechend wird dir das als Trainer dann auch, denke ich, leicht gemacht. Ja. Es ist immer wichtig, ein gutes Umfeld zu schaffen, eine gute Arbeitsatmosphäre und dann natürlich hart an den Dingen zu arbeiten, die man sich als Ziele setzt. Wir haben eben schon mal die Fans angesprochen, die ja doch total wichtig für den Fußball sind. Wie sehr freust du dich, dass wir beim ersten Spiel 25.000 im Signal Iduna Park begrüßen dürfen? Ja, hätte natürlich gerne über 80. Das ist ja klar. Das ist natürlich ein Punkt, man könnte schon fast sagen, ich kann es kaum abwarten, bis das dann irgendwann mal der Fall ist. Ich durfte ein paar Mal in dem Stadion als Spieler noch und dann als Trainer natürlich auch erleben, was dort für eine Stimmung herrscht. Und ich glaube, dass das natürlich für uns ein unglaublicher Faktor werden wird, der uns jetzt auch lange gefehlt hat. Und dementsprechend hoffe ich, dass sich die Dinge so entwickeln, dass wir bald alle wieder gemeinsam in unserem Stadion dann auch Fußballfeste feiern können. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir haben also gesehen, dass du mit Zico, also Alexander Zickler, öfter mal ein bisschen joggst. Worüber sprecht ihr da? Geht es da um den Putzplan, Einkaufsplan? Ihr habt ja eine WG. Tatsächlich fällt es mir schwer, viel zu reden, weil das Tempo von Zico dann doch ein anderes ist. Also meistens rede Zico und ich höre zu, weil ich mich darauf konzentrieren muss, dass ich hinterherkomme und
dass mein Knie nicht so schlimm wehtut, dass ich dann abbreche. Der Zico war nicht nur schnell, der kann auch lange. Ja, ja, das ist ein richtiger Windhund. Ist das. Ehrlich? Schnell, ja, gut, das passt irgendwie. Schnell und lange, ja. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du hingekommen bist. Wir haben einen neuen Trainer kennengelernt, der nicht nur ein hervorragender Trainer ist, sondern auch ein super sympathischer Mensch. Wir freuen uns auf die kommende Zeit. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Siege, Marco. Drücken alle die Daumen und ich glaube, alle Borussen freuen sich auch auf das, was jetzt kommt. Nochmals vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Endlich mal wieder Fußball im Stadion. Wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel? Riesig. Das ist unbeschreiblich. Das ist echt geil. Ich freue mich einfach nur, endlich meine Vorbilder so zu sehen. Die Aufregung ist groß, ja. Sehr groß. Gänsehaut. Und ein herzliches Willkommen an die Mannschaft von Borussia Dortmund. Und in der 40. Spielminute öffnet die Borussia Dortmund Torschütze Nummer 36, Matthias Knoch. Das war der Halbzeitpfiff. Spielstand 0:2. Wie Sie unschwer erkennen können, hat der BVB einmal durchgewechselt. Wir versuchen Ihnen die Namen nachzutragen.
Hallo, da sind wir wieder. Beide Mannschaften sind auf dem Feld. Schiedsrichter Sven Waschinski steht dort, lässt sich das Gesicht noch etwas bräunen. Wir sehen ihn, da ist noch nicht genügend Sonnenstrahlen an den Kopf gekommen. Deshalb verzögert sich das Spiel um ca. 17 Sekunden. Scherz beiseite. Ja, wir können euch schon mal verraten, der BVB hat tatsächlich komplett durchgewechselt. Im Tor Luca Unbehauen. Und da muss ich sagen, das freut mich riesig für Luca, dass er heute im Tor stehen kann. Der ist nämlich am Donnerstag im Training mit Gio Reyna zusammengeprallt. Eigentlich ein relativ normaler Zweikampf, aber beim Auftreten hat er sich da so ein bisschen das Knie überdehnt. Und da ist er ja schon mal operiert worden an der Stelle. Und da waren wir alle etwas in Sorge. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein, denn sonst würde er nicht heute, zwei Tage später, im Tor stehen. Freut mich sehr für Luca. Und ansonsten ganz viele Leute aus der U23, wenn ihr jetzt sagt, so, oh Mensch, die kenne ich ja alle vielleicht gar nicht mehr. Ich kann euch versprechen, die können auch alle richtig gut kicken. Ja. Die sind nicht umsonst aufgestiegen in die dritte Liga. Die machen richtig Power, die geben richtig Gas und haben was drauf. Also es lohnt sich. Schaut euch auch die zweite Halbzeit an mit unserer U23. Ich stelle euch vielleicht einfach mal ein paar vor, der mit der roten Kapitänsbinde am Arm, das ist Franz Pfanne, einer der Spieler, die ja deutlich älter sind als für eine U23, aber du brauchst halt auch so ein paar Leader in einem Team. Hinten in der Abwehr haben wir noch so einen Leader, nämlich Niklas Dahms. Und an seiner Seite haben wir Namdi Collins, den kennt ihr vielleicht. Der kommt direkt aus der U19, also noch ein ganz junger, spielt in der Dreierkette hinten zusammen mit Dahms und mit Albin Taki. Und ja, muss man sagen, das sind schon schnelle Leute da auf den Außen. Also das wird schwierig für die Stürmer des VfL Bochum, denen davon zu laufen. Ja, und vorne im Sturm einer, den kennt ihr bestimmt auch schon aus den letzten Jahren, Emmanuel Ferrei, war ja zuletzt ausgeliehen in die erste holländische Liga nach Zwolle. Ich schaue gerade mal nach. Den Zettel finde ich nämlich auch tatsächlich irgendwo aufgeschrieben. Wer ist denn heute jetzt Kapitän? Tobi? Raschel oder? Nee, wieder Kapitän ist Franz Pfanne. War wie in Gießen. Genau. Guter Mann. So, jetzt habe ich es. 27 Spiele hat er in Zwolle gemacht. 2 Tore und deshalb haben die auch die Option, ihn zu verpflichten, nicht gezogen. Er hat ja eine tolle Vergangenheit, Emmanuel Ferrei, mit dem BVB. 20 Jahre alt, aber schon A- und B-Jugendmeister mit Borussia Dortmund geworden. Jetzt spielt er erstmal in der U23. Und ich denke, die Truppe hier und heute wird er mit Sicherheit verstärken. Ja, und Tobi Raschel, den Nobby Dickel gerade vorgestellt hat, den werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Mit der Nummer 37. Ich vermute mal, er wird zentral im offensiven Mittelfeld zu finden sein, auch wenn er jetzt gerade auf einer ganz anderen Position steht, nämlich leicht links. Aber wir haben
eine taktische Aufstellung im Vorfeld bekommen. Und da steht er eigentlich relativ zentral drauf. Wir werden mal sehen, wie sich das Spiel so ergibt. Der VfL Bochum hat nicht komplett durchgewechselt. Da sind noch einige aus der ersten Halbzeit dabei. Seht's uns nach, wenn wir das jetzt nicht komplett alles durchgehen. Ich denke, ihr interessiert euch deutlich mehr für das, was in Schwarz-Gelb abgeht. So, da haben wir Tobi Raschel am Ball. Den ich sehe ihn gerne. Ich sehe, er ist ein richtig guter Fußballer. Macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich drücke ihm die Daumen, dass das was wird. Ja, jetzt hinten drin steht dann auch noch Marco Rober, ne? So ungefähr auf der 6. Marco Rober, auch erfahrene Kraft aus der U23. So, jetzt müssen wir auf den Platz gucken. Tobi Raschel setzt sich super gegen zwei durch. Toller Ballgewinn. Jetzt das Auge für die Flanke. Ah, die Idee war nicht schlecht. Schade. Albin Taki, der hat ja auch eine schöne Vergangenheit, ne? Ja. Schalke Dortmund, Dortmund, ja. Wieder da und jetzt weiß er, glaube ich, wo er hingehört. Ja. Junger Spieler, 19 Jahre, sehr talentiert, hat in Gießen auch ein wirklich gutes Bild abgegeben. Ja, das sind die Jungs, auf die wir uns natürlich freuen, die in jungen Jahren schon wirklich so gut Fußball spielen können. Und wir haben keine Angst vor der Zukunft. Und wenn wir hier auf den Platz schauen, das macht einfach Spaß zuzuschauen, wie die Jungs sich hier zerreißen. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Ihr habt das sicherlich gemerkt, warum ich nicht weitergeredet habe. Das liegt daran, dass der Berkan Tass die 49 gekriegt hat. Und bei mir auf dem Zettel hätte der eigentlich eine ganz andere Nummer gehabt. Also, Berkan Tass mit der 49, das war der Kollege, der da gerade sehr ansehnlich vom 16er den Ball bekommen hatte. Das hatten wir in Gießen auch. Das sind die U23-Rückennummern. Ah, okay. Also hier steht ja dann auch noch Taki zum Beispiel mit der 16, aber in Wirklichkeit hat er die 43 jetzt hier auf dem Feld. Also, das sind U23-Rückennummern. Da hast du hat völlig recht. Siehst du, Nobby, Vorsprung durch Vorwissen aus Gießen hier bei dir. Vorsprung durch Gießen. Vorsprung durch Gießen, da geht's raus. Da muss ich jetzt ein bisschen nachsitzen hier. Jetzt nach vorne. Kein Foul, Schiedsrichter sagt weiterspielen. Lupfer auf die linke Seite, kommt da? Nein, kommt er nicht oder doch? Ja, die Bochumer bleiben in Ballbesitz. Die 17 spielt den Ball ins Aus. Das ist Gerrit Holtmann. Und Abschluss vom Tor. Der Bochumer. Seite jetzt mit Bockhorn, passt nach vorne. Da versucht sich dann Ganvula durchzusetzen, bleibt aber dann erstmal hängen. Am Dortmunder Abwehrspiel. Linienrichter hat es anders gesehen. Der sagt, es gibt Einwurf für den BVB. Das macht Albin Taki. Du hast natürlich absolut recht. Die haben alle total hohe Nummern. Niklas Dahms mit der 57. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde mal raten, das ist die höchste Nummer, die der je in seiner Karriere bekommen hat. Frei mit der 56. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Aber gut, Gott sei Dank kennen wir die Jungs ja auch. Ohne Rückennummer. Tja, Nobby, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Also ich fand in der ersten Halbzeit, das war sehr ansehnlich, aber leider keine Tore. Ich habe gehört, wenn das hier unentschieden ausgeht, weil die wollen ja noch einen Pokal verteilen am Ende. Das Ding heißt ja hier Cup der Tradition. Da muss ein Elfmeterschießen her. Ja. Gibt's das oder treffen wir vorher noch?
Wir treffen vorher. Gut. Ihr habt es gehört, Nobby Dicke hat es gesagt. Ich sehe da was. Nach dem Spiel checkt ruhig gerne mal unsere App vom BVB oder bvb.de. Da kriegt ihr dann alle Informationen, die Stimmen, alles, was wichtig war hier heute aus Duisburg auf bvb.de oder in der App vom BVB, die ihr bestimmt schon auf dem Handy habt. Das war jetzt ambitioniert, vielleicht ein Stück weit nachlässig gedeckt. Was ist denn da passiert? Zusammenprall. Oh ja, ich habe da irgendwie auch ein bisschen Blut gesehen, meine ich auch, ja. Oh ja. Muss gewechselt werden, zeigt direkt an. Ich meine, in so einem Freundschaftsspiel sollte man dann auch kein Risiko eingehen. Also jetzt verbinden, klammern oder was man auch immer machen kann. Auf jeden Fall lieber dann nicht mehr weiterspielen. Da sehen wir, genau, Trainer unserer Aufsteiger, viel gefeiert am Ende der Saison und das auch zu Recht. Es war ein Foto-Finish in der Regionalliga West und dann gab es auch noch einen Einspruch und da war einiges los hinten raus. Wobei den hat man als Fußballer nicht verstanden, den Einspruch. Aber egal. So, Gerrit Holtmann kriegt unterstützende Rufe aus dem Bochumer Fanblock. Es ist aber so, dass er runter muss. Für ihn kommt die 32 Tarsis Bonga. Runter geht Gerrit Holtmann? Ja. Ballbehandlung von Emanuel Ferrei. Watchman Tashi. Das. Nochmal Tashi. Kommt er da noch dran? Ist schnell, aber auch nicht so schnell. Schöner Ball auf die linke Seite. Torwart hat sich verschätzt. Jetzt zurück. Schön gedacht, schlecht gemacht. Hätte er gleich drauf schießen müssen. Ja. Ne? Er irrlichtert der Torwart dadurch den 16er. Geguckt, aber Patrick Osterhagen steht vom VfL Bochum immer noch nicht auf dem Platz. Der wäre nämlich mit Sicherheit heiß, heute gegen seine Ex-Kollegen anzutreten. Ja, klar. Oh, langer Ball von Luca Umbehauen, der soll auf Marco Pasalic kommen, ist aber nicht. Ihr seht es jetzt hier, das ist so ein bisschen der Enno Maaßen-Fußball. Immer früh anlaufen, die ganze Zeit pressen, hochpressen, immer bereit sein, auch nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing, sofort den Ball, wenn möglich, zurückholen, hochstehen. Also das ist riskanter Fußball, aber es ist eben auch mutiger Fußball. Und ich denke, das ist dann auch schon ein Stück weit auch BVB-Fußball.
Enno Maaßen selber ruft viel rein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn über die Außenmikros hören könnt. Der tigert da immer in seiner Coaching-Zone hin und her. Übrigens ähnlich wie sein Gegenüber. Der Bochumer Trainer Thomas Reis. Sehr lautstark. Jetzt Tobi Raschel treibt den Ball nach vorne. Findet den Mitspieler und kriegt den Ball nochmal zurück. Flank in die am langen Pfosten. Ja, aber Rutsch mit Tasche in der Mitte. Am langen Pfosten wartet Tass, der immer noch auch gestikuliert, den Ball haben will. Aber der Pass ist nicht gut genug. Jetzt Emanuel Firey, feines Füßchen, aber spielt nochmal zurück. Aber wie Tobi das wieder gemacht hat, gerade das hat aber wirklich in Bedrängnis, da noch so einen tollen Pass zu spielen, das war gut. Und das sind die Situationen, die du, glaube ich, brauchst, wenn du endgültig den letzten Schritt machen möchtest. Ja. Und man merkt auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat auch hier alle Freiheiten, darf sich auf der Wiese tummeln, wo und wie er will. Solange er anspielbar ist, eine richtig fixe Position, nimmt der meiner Meinung nach in den ersten Minuten oder in der fast schon ersten Viertelstunde dieser zweiten Halbzeit nicht ein. Vorne Tashi und Firey gehen relativ früh drauf, jetzt auch schon, den Torwart sparen sie aus. Aber bei den Innenverteidigern geht es schon los. Die sollen möglichst wenig Zeit haben mit dem Ball und immer unter Druck sich fühlen. Jetzt ist wichtig, dass Niklas Dahms den Zweikampf gewinnt. Oder Namdi, nee, ist nicht Namdi Collins, Entschuldigung. Schön gehalten von Luca Umbehauen, der ja auch mal ein bisschen am Spiel teilnehmen darf. Alvin Taki war das gerade mit der Rettung, mit dem Rettungsversuch. Ja, da sehen wir die Wiederholung gewiss jetzt nochmal. Da sehen wir, langer Ball. Also vom Torwart eingeleiteter Konter. Ball rutscht durch, auch wenn es ein bisschen faul war. Dann nicht klar und deutlich. Aber den muss er haben, ne? Dafür ist ein Torwart. Ja. Aber da hat man es gesehen, also wenn sie so hoch stehen und Niklas Dahms dann das Kopfballduell nicht gewinnt, dann brennt es halt auch relativ schnell. Das ist eben die Kehrseite der Medaille, wenn du so mutig spielst. Marco Rova und Tobi Raschel bieten sich im Mittelfeld an, zentral. Ein bisschen übersehen gerade, da ist Marco Rova. Der Aufbau über Franz Pfanne. Auf Namdi Collins, auch ein ganz talentierter junger Mann. Bestimmt über die Mikros. Die Dortmunder Fans halten sich hier auch warm auf den Rängen. In der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg, formerly known as Wedau-Stadion. What? Da sah es aber noch ein bisschen anders aus, ne? Das stimmt. Als ein gewisser Herr Reuter hier noch wichtige Tore geschossen hat. Schreckliche Erinnerung dran. Da war es ein. Warte mal. 91? 91, 92, als sie ja, da, in Duisburg habe ich gesessen. Aber das war nicht Reuter. Also in Duisburg haben sie auch vor der. Da konnten wir auch Meister werden. Oh, da hat sich jemand verletzt vor uns. Und ich meine, Nambi. Es ist Namdi Collins. Ja. Gerade habe ich ihn noch erwähnt. Starker Junge. Oh, der hat sich, glaube ich, richtig wehgetan. Ja, sie haben zumindest gleich alle gewunken. Hat schon also die Statur eines ausgewachsenen Fußballprofis, obwohl er erst 17 ist. Also direkt das Zeichen Auswechslung. Ja. Ich habe es nicht gesehen, was er hatte. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, so richtig kann man nichts erkennen. Also umgeknickt sieht es nicht aus. Muss jetzt nicht unbedingt etwas ganz Schlimmes sein. Ich bin ja auch dafür, wenn sowas ist, erstmal raus. Aber getestet wird das Knie. Ja? Ja. Sie gucken, was ist mit dem Knie. Hui. Also wir machen da jetzt ganz noch, ja. Tests. Wird natürlich immer als erstes geschaut. Bänderriss, Außen-Innenband, Kreuzband.
Was ist es? So, jetzt gibt es eine Massenauswechslung oder mehrere Auswechslungen. Die 13 und die 6 sind beim VfL Bochum gekommen. Und da ist der Patrick Osterhagese. Jetzt begrüßt von Tobi Raschel. Dich kenne ich doch. Den Christoph schon seit anderthalb Stunden gefordert hat. Jetzt ist er endlich auf dem Platz. So, und es wird weiter gewechselt. Kolbein Finzen kommt rein für Namdi Collins, den Verletzten. Namdi Collins. Doc Braun hat seine Untersuchung abgeschlossen und die gute Nachricht ist, er geht, ohne gestützt werden zu müssen, jetzt mit Doc Braun auf der Gegenseite zurück zur Bank. Gute Besserung. Ja. Vogel will da angreifen. Übrigens Finson, der hat mir in Gießen auch richtig gut gefallen. Hat er fein gemacht, wirklich. Guter Mann auf der linken Seite. Mit dem Mut, nach vorne zu spielen. Oh, Tobi, faul. Also wenn mich nicht alles täuscht, liegt da eine Kapitänsbinde auf dem Spielfeld. Franz Pfanne hat seine noch, das heißt, es muss die Bochumer sein. Es steht nicht 0-0, es steht nicht 1-1, aber 1-1. Das ist unser Sponsor des heutigen Tages. Die veranstalten die Party hier heute. Vielen Dank, dass ihr es ermöglicht, dass unsere Fans dieses wunderbare Spiel sehen können. Also vielen Dank an 1-1. Schön und groß auf unseren schönen neuen Trikots drauf sind, die ihr ja da gerade seht. Bisschen schlichter als die letzte Saison. Ne? Kein Blitz, sondern Streifen. Christoph, ich bin ehrlich, es ist so schwer, jedes Jahr ein neues Trikot zu machen. Es muss obenrum zu 80-90% gelb sein, dann ein bisschen schwarz. Das ist nun mal nicht einfach. Und ich finde, Puma macht da einfach jedes Jahr erneut einen Riesenjob. Und ich finde die Trikots immer wieder klasse. Oh, jetzt ein Fehler von Finson. Kommt davon, Bochum durch die Mitte. Aufpassen. Patrick Osterhase. Oh, das war das Tor. Die 15 macht's. Soma Novotny. 66. Minute. Ich schätze, wir haben 80% Ballbesitz und es steht 1-0 für Bochum. Ein schlauer Pass, ich hasse es zu sagen, von Patrick Osterhage. Dann ist sein Mitspieler auf der rechten Seite relativ schnell durch. Oh, der Pass in die Mitte und dann kommt der Kollege Novotny eben ein Müh vor Luca Unbehauen an den Ball. Jetzt geht's los. Hoffentlich. Ah, da kommt jetzt eine Antwort. Enno Maaßen, der Trainer, klatscht auch aufmunternd in die Hände. Und ich glaube, was sie noch nicht so ganz auf den Platz gebracht haben, ist die Geschwindigkeit, die diese Mannschaft hat. Balleroberung, umschalten und davonlaufen. Das können die. Ah, der Bochumer Fanblock wacht auf. Du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit hatten sie nicht viel zu bejubeln. Jetzt sind sie schon wieder im Angriff. Über die Seite, Flanke in die Mitte, abgewehrt und Ecke, vermute ich jetzt mal. Ja. Und die wird Miloš Pantović für den
VfL Bochum treten. Einer der Spieler, der auch schon in der ersten Halbzeit mit auf dem Platz war. Der BVB nochmal zur Erinnerung, hat in der Halbzeit komplett durchgewechselt. Zweites Tor. Aber ich sag dir jetzt ohne durch. Na, da muss der ein oder andere sollte da mal hingehen. Ja. Also das war jetzt. Wir schauen, wie der Ball reinkommt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Silvri Gangula. Ja gut, da springen sie mit drei Bochumer springen hoch. Der Torwart muss aber auch raus. Ja. Ist aus sehr kurzer Distanz reingeköpft. Da können wir uns drauf einigen. Trinkpause. Ja, und vielleicht auch mal eine Pause für den BVB, um sich mal ein bisschen zu schütteln. Denn das war ein ganz schöner Doppelschlag. 66. Minute 0:1 Nowotny. 68. Minute 0:2 Gambula. Das müssen sie jetzt erstmal verdauen. Enno Maaßen steht jetzt auch in der Mitte. Genau, die Kamera fängt es auch ein. Erklärt den Jungs nochmal ganz ruhig, was sie besser machen sollen. Auf jeden Fall stehen sie defensiv etwas zu mutig. Beziehungsweise jetzt gerade bei dem Standard auch einfach nicht gut geordnet. Denn da sind wirklich drei Bochumer am langen Pfosten. Und die können sich aussuchen, wer ihn reinmachen will. Ist sehr schade, weil so ungefähr bis zur 60. Minute sah das sehr gut aus. Viel Ballbesitz für den BVB. Nobby, du hast es erwähnt, Tobi Raschel. Ein paar gute Szenen gehabt. Noch nicht wahnsinnig was Zwingendes. Aber hier doch relativ gut das Geschehen im Griff. Jetzt steht allerdings ein 0:2 an der Tafel. Norbert, du hast gesagt, hier fallen noch Tore. Aber so hat es... Ich hatte mir das irgendwie ein bisschen anders vor. Schöne Grüße ins... ins Peri... Wie wird es ausgesprochen? Perigo? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das? Perigo, Joachim Kroll ist im Urlaub in Frankreich. Perigo, würde ich einfach sagen. Du brauchst nicht schreiben. Schreibt, ich gucke. Ich gucke YouTube, hör mal. Das ist mir klar. Ich hoffe, du hast ein schönes Gläschen Wein vor dir stehen, lieber Joachim. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und 20 Minuten haben wir noch. Vielleicht schießen wir ja noch das ein oder andere Tor. Ich drücke unseren Jungs auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht darf ich das verraten. Der Joachim Kroll ist ja schon wirklich, wirklich lange, lange, lange BVB-Fan und auch in einigen Formaten schon aufgetreten. Und unser Borussiaum wird ja wieder eröffnet. Und ich habe gehört, dass er da eventuell auch eine Rolle spielen wird bei der Wiedereröffnung des Borussiaums. Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viel verraten, sonst kriegen wir Ärger. Du brauchst mich nicht angucken. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Du weißt nicht, worum es geht? Gut. Dann kannst du auch nichts spoilern. Das ist gut. Also auf jeden Fall, also wenn der, Grüße auch von mir. Also wenn Joachim und ich, wenn wir uns wiedersehen oder seine liebe Frau auch noch mit dabei, dann feiern wir Wiedersehen, als wenn wir uns 40 Jahre nicht gesehen hätten. Ah. Das ist das Schöne. Also ich bin gespannt, wie das neue Borussiaum aussehen wird. Garantiert und, fantastisch. Wollte ich gerade sagen. Da ist jetzt auch lange dran gebaut worden. Und ja, ist ja in der Zwischenzeit auch schon wieder ein bisschen was passiert. Wir haben ja auch gerade so einen schönen Pokal, den man da ja ganz gut hinstellen könnte. Ob wir natürlich hier diesen Legenden-Cup, wie ich ihn immer nenne, Tradition. Da hinstellen, das ist noch offen. Da müssen wir die nächsten 18 Minuten Vollgas geben. Für die U23 ist es das letzte Spiel vorm Saisonauftakt. Ich hatte es schon erwähnt. Kommenden Samstag, oh, Ballverlust. Wieder Patrick Osterhage. Findet er nochmal einen Mitspieler? Nein, er bleibt hängen. So, jetzt wäre ein Moment für einen schnellen Umschalten. Ja. Emanuel Farai bietet sich an, aber den Ball kommt Berkantas auf der linken Seite und der muss erstmal wieder zurückspielen und dann hat Bochum natürlich auch Zeit, sich wieder hinzustellen.
Schön gedacht von Emanuel Ferrei, aber der kommt halt auch nicht an. Naja, auf jeden Fall, was ich nochmal sagen wollte, wirklich auch ein bisschen Werbung machen für unsere U23, die jetzt in der dritten Liga spielen wird. Unter anderem eben auch in diesem Stadion spielen wird gegen den MSV Duisburg. Aber das erste Heimspiel, das ist am 31. Juli, Samstag, 14 Uhr, zu Hause in der Roten Erde gegen Waldhof Mannheim. Und ganz ehrlich, das hört sich doch gut an. Rote Erde, dritte Liga, Dortmund gegen Mannheim. Auch so ein bisschen Cup der Tradition. Als ich dagegen gespielt habe, spielten hinten drin Jürgen Kohler und Dick Gieser. Ja. Das waren zwei Schlechter. Mein Gott. Ja, das waren noch Mann. Roland Dick Gieser. Oh. Hast du vorher schon Phantomschmerzen gehabt, ne? Aber einmal drei Stück gemacht. Ja. Achso, ja gut, dann haben die Phantomschmerzen gehabt. Wobei der Kuxer das bis heute verneint, dass er mein Gegenspieler war. Das muss man sagen, das war wichtig, dass der Torhüter, der Bochumer, da noch dran gekommen ist. Jetzt weiß das Michael Esser, der zurückgekehrt ist zum VfL Bochum, hat ja ganz lange in Bochum gespielt und ist jetzt wieder zurück. Denn am langen Pfosten hätte schon einer gewartet in Schwarz-Gelb. Von Hannover 96 ist er gekommen. Ne? Richtig. Ablösefrei. Von 2008 bis 2015 schon beim VfL unter Vertrag. Mittlerweile 33 Jahre alt. Aber wie wir gesehen haben, Strafraumbeherrschung in dieser Szene stimmt. Zu unserem Leidwesen. Das war aber auch ein Torwart mit der Geschwindigkeit, den Ball in die Füße reinzuknallen. Hat er gut reagiert, hat er sehr gut gemacht. Versuchen Sie brauchen mal über die rechte Seite. Und nochmal zurück zum Keeper. Spielen jetzt die Bochumer doch mehr mit als in der ersten Halbzeit. Da hatten sie im Prinzip überhaupt keine Bindung zum Spiel. Da hat der BVB das komplette Spiel gemacht jetzt, wo doch komplett U23-Spieler auf dem Feld sind. Ja. Hat der VfL etwas Oberwasser. Ja, der Till Noack bei YouTube hat das ähnlich kommentiert, wie du das siehst. Das ganze Spiel dominiert. Ich bin 5 Minuten weg. Und schon steht es 0-2. Ja, jetzt warum gehst du denn weg, Mensch? Ja, Till. Pipi-Pause nach hinten verschieben. Ja. Viertelstunde noch, Nobby. Geht da noch was? Ich hoffe, du weißt ja. Würde mich ehrlich gesagt wundern, weil mich auch. Man muss sagen, unsere U23, die steht natürlich schon ein bisschen anders im Saft. Bei denen ist ja die Saisonvorbereitung deutlich früher angefangen. Ich muss eigentlich sagen, dass schon wieder ein Bochumer, nee, das war kein Foul, den kriegt er trotzdem. Ich fand Ball geklärt, aber gut. Da muss man auch dazu sagen, Herbert Bockhorn ist da angeblich gefoult worden vom VfL Bochum. Da war links schon wieder einer ganz frei. Hat denn jetzt Köln gesagt, das war ein Freistoß? Ne, die haben heute Feierabend. Ach, die haben frei? Ja. So, das ist mal eine Freistoßposition. Jetzt stellt sich Luca Umbehauen die Mauer und ist hoffentlich auf dem Posten gleich. Dass der Gefaulte, der selber antritt. Oder unser ehemaliger? Mit links, ja. Patrick Osterhage mit links. Oder, wenn ich es richtig sehe, der Gefaulte mit rechts. Ja. Der Gefaulte mit rechts, würde ich sagen. Den hat Herbert Bockhorn.
mein lieber Herbert. Puh, den hat er aber schön auf den Schlappen gekriegt. Muss ich jetzt auch mal sagen, da war jetzt nicht Luca Umbauer dran schuld. Nee. Geht noch rein, rufen die Bochumer Fans. Vielleicht geht ja noch einer rein für uns, denn immerhin, wir sind schon wieder im Angriff. Haas versucht jetzt, nee, doch nicht, noch ein Dreher. Ich dachte, er schießt aus der zweiten Reihe. Ah, da ist der Ball weg. Jetzt allerdings mit 4 Mann hinten in der Absicherung, also nochmal überlaufen lassen wollen sie sich nicht. Jetzt muss Franz Pfanne ein bisschen beißen, dann noch den Mann zu stellen, aber da sind sie schon zu zweit, kriegt Hilfe von Niklas Dahms und jetzt auch Kolbein Finzen, der BVB wieder mit allen Mann hinten drin. Aber eins muss man auch sagen, Christoph, wenn du eine Vorbereitung machst, wie die U23, die kräftezehrend ist, mit Trainingslager im wunderschönen Kirchberg, dann bist du, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, du bist müde und bist platt. Und das ist meistens kurz bevor es losgeht und deshalb all das, was wir jetzt sehen, ist nicht verwunderlich, sondern die Jungs werden jetzt noch eine Woche, werden sie regenerieren, werden lockeres Training haben und dann am nächsten Wochenende gegen Mannheim. Nee, erst kommt Zwickau. Zwickau. Um dann dort zu bestehen. Das, was wir jetzt sehen, hat nichts mit der normalen U23 zu tun. Deshalb kein Vorwurf an die Jungs. Ja, man sagt ja auch immer, ne, wenn die Generalprobe daneben geht, wird die Premiere umso besser. Und Premiere ist halt in einer Woche, dann geht's und dann gibt es die ersten 3 Punkte zu vergeben in der dritten Liga. Wir haben auch noch nie einen Titel geholt, wenn wir im zweiten Freundschaftsspiel in der zweiten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden können. Oh Mann, das weiß ich gar nicht. Also Boris wüsste das ja jetzt sofort. Er könnte das jetzt alles verifizieren. Das kann ich leider nicht. Es tut mir leid, da muss ich noch nachsitzen. Naja, aber manchmal macht der Boris ja auch so Sachen, dass der einfach sowas sagt. So, oh, jetzt nochmal Kolbein Finzen. Hat viel Platz nach vorne. Ne, der ist aus. Der ist weg. Aber Enno Maaßen peitscht die Mannschaft auch noch weiter nach vorne. Ne? Also das ist auch die Mentalität, die er will. 10 Minuten noch, 0-3 steht an der Tafel. Das ist nicht schön. Aber auch in 10 Minuten kann man noch ein bisschen Fußball spielen jetzt. Und die haben wir halt noch auf der Uhr. Berkan Tass, der versucht viel auf der linken Seite. Man merkt, technisch sehr beschlagener Spieler. Aber es steht ihm halt auch immer sofort ein Gegenspieler auf den Schuhen. Ja. Und das, ich nenne es mal unglücklich heute. Wie alt ist der Berkan? Junger Spieler, Junger? Ich glaube so. Ich werde das sofort für dich nachschauen. Also ich könnte natürlich, warte mal. Er ist 22 und er ist neu aus Ferl gekommen. Wir haben ja ein paar Neuzugänge haben wir ja und Berkan Tass ist einer davon. Ah, da ist er, ja. Ja. 19.12.98, 22 Jahre alt. Tor! Für den BVB. Sehr schön. In der 83. Spielminute zum 3:1. Es war die 46 von Borussia. Marco Pasalic. Hat er gut gemacht. Noch ein Neuer. Neu gekommen vom VfL Stuttgart.
vorher in der Regionalliga Südwest für den VfB 2 gespielt, in 35 Spielen 8-mal getroffen und jetzt auch die Wende eingeleitet. Für den, ja, ich finde es super. Also, das sind so Kleinigkeiten, aber Tobi Raschel nimmt sich den Ball, treibt den zurück und legt ihn auf den Punkt und sagt, so Leute, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, die Bochumer Fans recht gehabt, da geht tatsächlich noch einer. Einer geht noch. Genau. Einwurf führt den VfL auf der linken Seite, auf der Sonnenseite. 83 Minuten und 40 Sekunden sind gespielt. Da wird nach vorne geköpft, da kann sich die 15 durchsetzen. Das ist Nowotny. Ja, wichtig wäre jetzt mal ein Ballgewinn, weil die Bochumer jetzt sehr mutig, sehr hoch stehen. Ja, so, jetzt. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit, als sie sich sehr weit zurückgezogen haben mit ihrem 4-3-3, wäre jetzt Platz zum Kombinieren. Kolbein Finzen geht auch vorbei, kriegt er den noch? Nein, den drischt der Gegenspieler auf die Tribüne. Die 5 aber mit aller Gewalt, Dekali. Ja, wobei wir wollen festhalten, Papadopoulos in der ersten Halbzeit, der war weiter, du hast es gesagt, ne? Wir sind eine Sportschule. Ja, kein Ball da, das ist schlecht. Ja, in Duisburg gibt es noch einen Ball. Nein, doch noch, wir haben noch einen. Na, Tobi. Schöne Idee. Emanuel Ferrei, gelingt ihm was? Schussversuch, aber der ist ein bisschen zu harmlos. Ja, den hat er nicht richtig auf die Pfanne gekriegt. Man merkte, daraus wurde dann leider nur ein Kullerball. Abseits. Und die BVB-Fans sind wieder da. Jetzt werden Flankenwechsel toll, denn drüben auf den Außen. Es ist schön Platz. Warm geworden. Als ich hingefahren bin, hatte ich 27 Grad im Auto. Also das war schon mehrere Grad mehr als heute Morgen. Da war es ja dann doch noch relativ frisch. Ja. Deshalb gab es ja auch jeweils eine Trinkpause. Ne? Das hat so genau hatten es allerdings unsere Wetterfrische. So, jetzt nochmal Emanuel Ferrei. Diesmal mit ein bisschen mehr Schmackes, aber leider verzogen. Der geht am Tor vorbei. Also wenn er jetzt minütlich drauf schießt, würde ich sagen, geht noch einer rein. Danke. Naja, es sind, ist jetzt nicht mehr so lang, ne? Noch 4,5 Minuten ungefähr. Wobei ja, die BVB-Uhr und die Stadionuhr differiert ein wenig. Ja, das stimmt. Ah, wegen der Trinkpause. Aha, da wird die Uhr angehalten. Aha, das ist aber jetzt was ganz Neues. Das gab es aber bisher noch nie. Also. Wir lassen die Uhr laufen und das Stadion nicht. Passt ja auch. Wir sind ja auch ein Traditionsverein. Wir machen es so, wie man es immer gemacht hat. Richtig. So. So noch wie bevor. Gleich Schicht ist, weil auch wenn es eine Verletzungsunterbrechung gab, weil Namdi Collins mit Knieproblemen raus musste. Wie gesagt, Infos zum Spiel nachher auf bvb.de und in der App. Ich glaube, es wird nicht allzu viel nachgespielt werden. Fazit vom Tage, du hast es vorher gesagt, diese Spiele sind hauptsächlich da, um einfach mal ein bisschen den Ball laufen zu lassen, sich ein bisschen kennenzulernen. Genau. Ne? Deswegen sind so Spiele, das geht erst richtig los, wenn du jetzt im Trainingslager, da hast du ja auch ganz andere Gegner schon mal. Dann sind auch mehr Spieler da. Dann, Bilbao, ich, Bologna. Ja, das ist jetzt kein Kanonenfutter. Das sind richtig gute Mannschaften. Und da wirst du gefordert. Und da gehst du auch ganz anders zu Werke. Ohne diesen Legendencup. Den legendären Legendencup. Komm. Wir können euch ja noch mal sagen. Also, oh, hier haben sich
zwei richtig wehgetan. Oh, was ist denn da passiert? Oberkörper, da rauscht er, wird er ange... Ja, kriegt den Oberschenkel in die Rippen gehauen. Ja. Beide. Und der Kapitän, also boah. Franz Pfanne. Franz Pfanne liegt da und oh, das hat sicherlich wehgetan. 4.102 Zuschauer sind da. 4.102. Es waren ja quasi 10.000 ja, angekündigt, aber wenn natürlich... Werden, ne, werden gesagt haben, Leute, mein Verein spielt ja gar nicht. Ja. Ja, da wird er reingeschubst in seinen Gegenspieler. Da kann er natürlich wirklich gar nichts für. Reingeschubst in Saulo De Carli. Auch neu gekommen in der zweiten Halbzeit. Aber beide laufen vom Feld. Bochumer hält sich jetzt da, wo es besonders weh tut. Oh. Alles Gute auch nochmal. Aber beide können, so wie es aussieht, weiterspielen. Und die letzte Minute fängt gleich an. 7 Sekunden. 3:1 für der VfL Bochum im zweiten Freundschaftsspiel. Oh, ein Flitzer. Er will ein Foto machen. Mit dem Handy in der Hand. Feiert sich selber. Oh, mit wem will er denn ein Foto machen? Er läuft zu keinem Spieler hin. Er merkt jetzt natürlich, dass es überhaupt keinen interessiert. Dass das ganz schön dämlich war, ja, glaube ich auch. Ja, ich mache doch kein Foto. So. Jetzt braucht ihr übrigens die Ordner. Ihr braucht ihn jetzt auch nicht mehr zu schnappen. Naja. Ist gut, komm. Ja. Es gibt Schlimmeres. Es ist nicht schön. Ja. Immerhin hat er eine Maske getragen. Da habe ich nicht drauf geachtet, ja, Christoph. Vorbildlich. Er hat eine Maske getragen. Ja, ja. Das ist schön. So, jetzt ist die Zeit um und der Schiedsrichter pfeift ab. Pünktlich ab. Also, das war unser zweites Freundschaftsspiel gegen Bochum. 3:1 haben wir verloren. Erste Halbzeit 0:0, zweite Halbzeit 3:1. Zweite Halbzeit hat komplett die U23 gespielt. Trotz alledem haben wir ein schönes Spiel gesehen. Es hat wie immer mit dir Spaß gemacht. Ich verabschiede mich. Bobby, und, ich auch. Mach's gut. Ja, da geht der Cup der Tradition an den VfL Bochum. Und ich denke, wir gucken uns trotzdem noch ratzfatz die Highlights an. Auch wenn wir sagen müssen, in der zweiten Halbzeit waren die Highlights eher bei den Spielern in Mintgrün heute. Das war die erste Chance für Luca Unbehauen, sich auszuzeichnen. Das erste Mal, dass der VfL Bochum gefährlich vors Tor kam durch Silvio Gamvula, der ja dann nachher auch das zweite Tor schoss. Das war das erste. Gedankenschnell eingeleitet durch den Ex-Dortmunder Patrick Osterhage. Und das ist das 0:2 nach 68 Minuten durch den angesprochenen Gamvula. 3 Bochumer frei am langen Pfosten. Wir haben es erwähnt, Nobby und ich. Da stimmte die Einteilung natürlich überhaupt nicht. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Und dann, ja, würde ich schon sagen, das schönste Tor des Tages. Ein Freistoß wie gemalt von Herbert Bockhorn. Und den Schlusspunkt setzt dann unser BVB. In Person von Marco Pasalic, Neuzugang aus Stuttgart bei der U23. 3:1 gewinnt der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund vor 4.200 Zuschauern. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das nächste Testspiel dann am 24. aus
unserem Trainingslager gegen Athletic Bilbao aus St. Gallen. 24.07. 16 Uhr. Schaltet wieder ein auf allen BVB-Kanälen. Und natürlich vergesst unsere U23 nicht. Am Samstag, 24.07. Auftakt der dritten Liga in Zwickau. Und eine Woche später, am 31.07. erstes Heimspiel in der Roten Erde gegen den SV Waldhof Mannheim. Und nochmal danke natürlich an, ihr erahnt es, unseren Sponsor 1&1. Danke, ihr habt es möglich gemacht, dass wir euch das Spiel heute auf YouTube, Facebook, BVB TV und Twitch zeigen konnten. Und damit Tschüss aus Duisburg.